Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute gibt es einen super leckeren veganen Kartoffel-Brokkoli-Auflauf mit Bärlauch. Und das sind die Zutaten, die ich mir jetzt erstmal zurechtgelegt habe. Und wie immer zeige ich euch alles im Video. Wir können dann schon mal einen Topf mit Wasser aufsetzen. Das muss dann gleich kochen. In der Zwischenzeit das Gemüse vorbereiten, das heißt die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden. Ich habe jetzt so Scheiben geschnitten, die ungefähr, ich würde mal sagen, 2 mm dick sind. Ich zeige euch das gerade mal so ungefähr. Und wenn wir die dann in Scheiben geschnitten haben, geben wir die ins kochende Wasser, rühren mal kurz um. Und dann können wir uns auch schon mal eben dem Brokkoli widmen. Das geht ja ganz schnell, da brauchen wir nur mal eben die Röschen abschneiden. Den habe ich natürlich vorher gewaschen. Und den Strunk, den muss man nicht wegschmeißen, den kann man auch mitverwenden. Ich schäle dann immer und gebe das entweder zu dem Gemüse dazu, was ich gerade so vorbereite, oder schneide mir das in kleine Stücke und das kann man auch hinterher wunderbar in eine Suppe geben. Und dann können wir die Brokkoliröschen auch dann schon mit zu den Kartoffeln geben. Die haben jetzt wirklich gar nicht lange gekocht, vielleicht 1 bis 2 Minuten. Dann gebe ich die Röschen, wie gesagt, hinzu und ihr seht das jetzt hier, wenn ich die reingebe, schon sofort an der Farbe, wie die sich verändert. Es wird direkt so ein schönes, richtig leuchtendes Grün. Und die bleiben da jetzt auch ganz kurz nur drin und dann wird komplett alles abgeschüttet. So sehen die jetzt aus. Ich habe das mal mit ganz rohem Gemüse probiert, aber es klappt nicht ganz so gut. Ja, im Sieb tropft das gerade ab. Ich schneide jetzt hier mal eine Zwiebel, also die ist ziemlich groß. Und die gebe ich dann in eine Pfanne mit etwas Rapsöl, verwende ich immer. Das ist ja geschmacksneutral. Wenn ihr jetzt Olivenöl mögt, könnt ihr das auch nehmen. Ich finde, das passt aber nicht so gut dazu. Und dann habe ich hier noch Bärlauch liegen und den schneide ich mir dann einfach schon mal in Streifen. Der kommt dann etwas später dazu. Der erste Bärlauch des Jahres ist irgendwie immer der beste. Ja, die Zwiebeln braten so ein bisschen vor sich hin. Ich habe jetzt hier so 2 Teelöffel ungefähr Mehl drüber gestäubt und das lasse ich mal ganz, ganz kurz mit anbraten und dann lösche ich das Ganze mit Gemüsebrühe ab. Das sind jetzt ungefähr 200 Milliliter, es könnte aber auch ein bisschen mehr sein, je nachdem, wie dick ihr das hinterher haben wollt und wie viel Mehl ihr dann auch drin habt. Da müsst ihr dann mal gucken, ob ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr hinzugebt. Das Ganze aufkochen lassen, damit der Mehlgeschmack sich verflüchtigt. Das muss dann so ein bisschen kochen, so 2-3 Minuten. Und dann gebe ich Creme Vega hinein. Das sind jetzt so etwas mehr als die Hälfte von dem Päckchen. Ich denke mal so ungefähr 80 bis 90 Gramm. Gewürzt wird das Ganze jetzt einfach mit Salz und Pfeffer. Ich habe jetzt hier schwarzen Pfeffer verwendet. Ihr könnt natürlich auch weißen nehmen, das spielt keine Rolle. Dann habe ich das nochmal kurz durchgerührt und dann kommt auch schon der Bärlauch hinein. Und ihr seht jetzt hier von der Menge nochmal, wie viel das jetzt bei mir war. So bekommt das eine leichte Bärlauchnote, richtig lecker. Für eine intensivere Note gebt gerne auch mehr Bärlauch hinzu. Und dann können wir den Auflauf auch schon fertig machen. Man kann natürlich das Gemüse so durcheinander in die Schüssel geben. Ich habe das jetzt für die Optik halt ein bisschen schöner gemacht. Ja, und wenn dann alles drin ist, dann kommt einfach die Soße oben drüber. Und ihr seht, dass die Soße wirklich richtig toll cremig ist. Die kann man auch zu allem Möglichen an Gemüse verwenden. Also das ist jetzt nicht unbedingt nur für diesen Auflauf zu verwenden. Diesen Auflauf könnt ihr natürlich auch mit jeder anderen Art von Gemüse machen. Es muss jetzt auch nicht unbedingt Brokkoli sein. So sieht das Ganze dann jetzt aus und dann kommt natürlich noch Käse oben drüber. Ich habe mich jetzt in diesem Fall für den Simply Wie entschieden, den hatte ich nämlich gerade noch angebrochen. Ihr könnt aber auch einen anderen nehmen oder ihr nehmt von meinen veganen Käsesoßen. Da habe ich schon mal 2 Rezepte hochgeladen, die verlinke ich euch unter dem Video nochmal. Und so kommt der Auflauf dann in den Backofen und zwar eine halbe Stunde. Ich hatte den vorgeheizt auf 200 Grad. Die letzten 10 Minuten habe ich auf Umluft geschaltet und so sieht er dann aus, wenn er aus dem Ofen rauskommt. Richtig lecker. Also schmeckt wirklich super gut, kann ich nur empfehlen. Ach so, was ich noch sagen wollte, was natürlich auch noch mit reinkommen müsste, wäre Muskatnuss. Das kann ich aber nicht machen, da mein Mann keinen Muskatnuss mag und deswegen habe ich darauf verzichtet.
Ja, bei uns gab es da eine vegane Bratwurst zu. Super lecker, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.